Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video zeige ich, wie man so einen Hennekorb häkelt. In meinem Beispiel ist es ungefähr 27 cm lang und 20 cm breit. Materialien, die ich dazu benutzt habe, einmal 5 mm Kord, 100 Meter in die Knäule. Ich habe ungefähr 50 bis 55 Meter verbraucht. Gehäkelt habe ich mit Nummer 8. Ab und zu habe ich kleinere benötigt, für erste Reihe zum Beispiel. Dann markiere und schere. Als erstes schlage ich einen Fadenring an, Magic Ring, und häkele ich da rein 6 feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und die letzte 6. Kann man auch leicht nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt ziehen wir dieses kleine Faden und der Ring schließt sich. Gehäkelt wird in Spirale, das heißt ohne die Reihen abzuschließen. Für die allererste Reihe nehme ich eine kleinere Häkelnadel. Ich habe 6,5, kann man auch 7 und so, was ist Ihnen lieber. So, dieses Endstück legt man einfach so rein und häkeln wir einfach rein. Mit der Formel von dem Kreis häkeln wir jetzt in jede Masche 2 Maschen rein. Das heißt, wird am Ende 12 Maschen sein. So, man steckt einfach hier unter die 2 Faden rein und dieses Stück nicht vergessen hier zu legen. Dann häkelt man eine Masche und das ist die erste Masche und die werde ich auch markieren. So. Und in dieselbe Stelle noch einmal. Und so weiter in jede Masche 2 feste Maschen häkeln. Jetzt bin ich an die Stelle, wo markiere ist. Und kann man einfach nachzählen. Es soll 12 Maschen sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alles richtig. Ab jetzt nehme ich wieder die Häkelnadel Nummer 8. Und es wird immer weiter so gehäkelt. Und die erste Masche wird immer markiert sein. Und in die dritte Reihe müssen wir wieder 6 Mal zusammen machen. Und es wird am Ende dann 18 Maschen sein. Ich mache direkt in die erste 2-mal. Erste markiere ich. So, noch eine. Dann wird einmal einfachste Masche gehäkelt. Dann wieder Zunahme. Und so wird abwechseln. Eine und dann doppelte. Eine und dann doppelte. Und so bis zur Markierstelle. Ich habe nachgezählt, es sind 18 Maschen. Marke abmachen. So, Runde Nummer 4. Da wird ebenfalls 6 Zunahmen sein.
häkelst direkt 2, dann markieren nicht vergessen, die erste, dann 2 einfachste Maschen und wieder doppelte. Zwei einfachste Maschen, wieder doppelte. So geht das bis Markierstelle weiter. Reihe Nummer 4 ist fertig, es sind 24 Maschen. Markierstelle abmachen und ich häkle jetzt die letzte Reihe für mich, das mit 30 Maschen wird dann sein. Erste Masche markieren. Noch einmal die Verdoppelung. So. Jetzt zwischen Verdoppelung werden 3 Maschen sein. Zwei, drei und dann Verdoppelung. Und so weiter bis zur Markierstelle. Ich habe 5 Reihen gehäkelt, es sind jetzt 30 Maschen. Für mich das reicht. Wenn ihr wollt, dass das Körbchen größer wird, könnt ihr noch weiter häkeln. Es wird 36 und so weiter. Immer jede Reihe um 6 Maschen Zunahme machen. So. Jetzt steigen wir zur Wende hoch. Diese Markierstelle werden wir jetzt 3 Maschen in einer Stelle häkeln. Das ergibt sich so diese Ecke, wo unsere Schlaufe dann hängt. An einer Stelle immer 3 Maschen werden gehäkelt. So, Maschenmarkiere abmachen. 1, 2, zweite markieren wir. Es wird die Spitze sein. Und 3. So. Ab jetzt wird ganz einfach sein. Keine Zunahme mehr, außer diese Ecke. Ihr häkelt so weiter bis hierhin, bis zur Markierstelle. Wo Markierstelle ist, genau das 3 Maschen häkeln, mittlere wieder markieren und so weiter, so wie viel Reihen, wie viel ihr wollt. In meinem Beispiel sind 5 Reihen. So, am Ende des 5. Reihes werden die Maschenanzahl 40 Stück sein. Ihr häkelt so weiter und treffen wir uns dann am Ende. Ich habe 5 Reihen gehäkelt. Wie man die Reihen nachzählen kann, ist es einfach. Suchen Sie es einfach die allerletzte Reihe, wo Zunahmen waren. Diese Reihe zählt man nicht. Und weiter 1, 2, 3, 4, 5. 5 Reihen. Je nachdem, wie groß eure Körbchen ist, kann sein, dass die mehrere Reihen oder weniger umgekehrt. So, nach 5 Bodenreihen und 5 Wendereihen mit immer 3 Zunahmen an den Wänden habe ich insgesamt 40 Maschen. Als nächstes müssen wir die letzte Reihe mit Abnahme machen, damit das unsere Körbchen ein bisschen runder so bekommt hier. Aber zuerst machen wir eine Schleife. So, da ist die letzte Masche, wo die dreifach war. Markiere wegmachen. Dann in diese Masche machen wir 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7,
8, 9, 10. Und verbinden wir wieder an dieselbe Stelle hier rein mit einer Masche. So. Jetzt müssen wir ausrechnen, wo die Abnahme müssen sein. Das machen wir so. Egal. Es ist egal, wie groß eure Körbchen wird. Legt mal einfach so hin. Schaut mal, die diese Länge ungefähr gleich werden. Dann findet man eine Mitte. Und an diese Ecken markieren wir auch. Ich zähle nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das noch eine. So, dann wird 15 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, hier. So, es ist ungefähr so gleich jetzt. Ich habe hier 15 Maschen. So, und diese Maschen werden mir jetzt Abnahme machen. Wir häkeln bis erste Masche. Ab jetzt werde ich Abnahmen machen, aber mache ich das mit halben Stäbchen, damit das ein bisschen höher wird und ein bisschen rundlich. So, markiere abmachen. Geht folgende Masse. Ich zeige langsam. Als erstes einfach rausziehen Faden, dann Faden drauflegen und in die nächste rausziehen, die zwei auf einmal häkeln, dann habt ihr drei Stück hier, dann alle drei auf einmal häkeln. So, es ist Übergang zu halbe Stäbchen. Die nächste machen wir Abnahme mit zwei halben Stäbchen. Einmal drauflegen, reintauchen und Masche ziehen. Dann einmal legen, reintauchen, nochmal Masche ziehen, drei Stück auf einmal häkeln. So, so sieht das aus. Noch einmal drauflegen, häkeln, drauflegen, häkeln und drei auf einmal. Und so macht er weiter bis zu dieser Stelle. Alle letzte Markierstelle. Marke abmachen, einfach halbe Stäbchen hier häkeln. So, erstmal und dann alle drei auf einmal. So, damit wir wieder runterkommen. Und jetzt bis zu dieser Stelle einfach mit festen Maschen weiter häkeln. So, jetzt bin ich hier an der Stelle, wo die Schleife anfängt. Es gibt mehrere Varianten, wie man das weitermacht. Zum Beispiel alle erste Variante ist einfachste, welche ich mache. Einfach mit Kettmaschen weiter durch die ganze Seite und so weiter häkeln. Zweite Variante kann man machen, zum Beispiel so, dass man die ganze Schlaufe mit Festmaschen umhäkelt. Das sieht auch sehr schön aus. So sieht das aus. Und einfach weiter zu häkeln.
die dritte Variante, manche machen einfach so umwickeln hier. So. Und häkeln dann weiter, wie ist es Ihnen lieber. Ich mache einfachste mit Kettmaschen. Also weiter in jede Masche einfach Kettmasche ziehen. Und die Kettmaschen werden einfach weiter so gehäkelt. In jede Masche häkelt man eine Kettmasche, bis man das ganze Körbchen umgehäkelt hat. Kann man ruhig ein bisschen zusammenziehen, damit das noch fester wird. So. Am Ende noch eine Masche zu häkeln. Und Faden habe ich schon abgeschnitten, zieht man einfach raus. Und dann nimmt man eine kleinere Häkelnadel und versteckt man das einfach so. Durchziehen und so weiter hier hin und auch eventuell mit Faden vernähen. Tada, unser Körbchen ist fertig. So sieht das schön aus. Man kann den auch auf die linke Seite drehen, dann wird ein bisschen andere Muster da sein. So, sieht auch schön aus. Ich danke fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachhäkeln. Über eure Likes und Kommentare werde ich mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!